Anfang der Woche staunten die Fans des Manta-Stars nicht schlecht. Til Schweiger mit glatterer Haut und einem Seitenscheitel. Nun lüftet seine Dermatologin Dr. Mirjam Rehbein das Geheimnis um die Beauty-Behandlungen des Filmstars. Ich habe ihm weder Botox noch Hyaluron oder andere Filler gespritzt, stellt Dr. Rehbein im Gespräch mit Bild klar. Diese Eingriffe kommen für Til überhaupt nicht in Frage, denn er will die Ausdrucksstärke seines Gesichts nicht riskieren. Stattdessen setzt die Expertin auf nicht-invasive Methoden und versorgt seine Haut mit Vitaminen und Feuchtigkeit. Aber was steckt hinter Tils neuem Look? Dr. Rehbein gibt offen zu, Til sieht anders aus, weil er stark abgenommen hat und unter starkem Haarausfall leidet. Normalerweise hatte er die Haare immer etwas verwuschelt oder trug privat ein Basecap. Auch für den 60-Jährigen selbst sei der Seitenscheitel ungewohnt gewesen. Til meinte, er würde jetzt wie ein alter Mann aussehen, erinnert sich die Münchnerin. Die Spezialistin unterstützt den Kainohasen, Star auch bei der Genesung nach seiner Sepsis. Im April musste Til aufgrund einer Blutvergiftung in einem Krankenhaus auf Mallorca behandelt werden. Ich bekomme seit 14 Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime hineingekommen, erklärte er damals gegenüber der Tageszeitung. Bleibt dran für weitere spannende Einblicke in das Leben der Stars.